Letzte Station der Reise, das sozialistische Äthiopien. Mit 1,2 Millionen Quadratkilometern, 12-mal so groß wie die DDR. Hier hat mit dem Sturz der feudalkapitalistischen Monarchie durch die Streitkräfte im Jahre 1974 ein von breiten Schichten des 28 Millionen Volkes getragener revolutionärer Prozess begonnen. Gemeinsame Anstrengungen aller antifeudalen und antiimperialistischen Kräfte sollen die feste Grundlage für den Übergang zum Sozialismus schaffen. Von der ersten Stunde an musste sich die junge Revolution der inneren und äußeren Feinde erwehren. Vor allem die Volksmilizen haben dabei Großes vollbracht. Sie sind es auch, die im Ausbildungslager Tatek Armeegeneral Heinz Hoffmann herzlich begrüßen. Der Name Tatek ist Symbol, heißt er doch, bewaffnet euch. Eine Aufforderung, die der provisorische militärische Verwaltungsrat in der Stunde der höchsten Gefahr im April 1977 an die armen Bauern und an die Arbeiter richtete. Es ist an der Zeit, sich zu gürten, um gemeinsam mit den Streitkräften die Revolution zu retten. So lautete der Aufruf an das Volk. Das Volk kam, die Revolution zu verteidigen. In Tatek erhalten in jedem Durchgang 30.000 bis 35.000 Kämpfer eine erste Ausbildung, lernen die Waffen meistern, erwerben politisches Grundwissen und meist beginnen sie dort auch, sich im Lesen und Schreiben zu üben. Nur wenige Monate nach dem Aufruf zogen 300.000 Angehörige der Volksmilizen unter der Losung »Revolutionäres Mutterland oder Tod« durch die Hauptstadt Addis Abeba und von da aus unmittelbar in den Kampf gegen die Konterrevolution. Für manchen schien das ein großes Wunder zu sein. Die Volksmilizen werden jetzt zu einer Roten Armee umgebildet. Sie werden nicht zulassen, dass in Äthiopien das Rad der Geschichte zurückgedreht wird. Diese Gewissheit nimmt die DDR-Delegation mit auf den Weg. Viele ließen im revolutionären Kampf ihr Leben. Andere haben noch heute schwer an den erlittenen Verwundungen zu tragen. Für sie wurde das Rehabilitationszentrum Debre Zeit geschaffen. Hier geht es um mehr als medizinische Hilfe. Noch in diesem Jahr eröffnet zum Beispiel eine Berufsschule mit Werkstätten ihre Pforten. Unterstützt vom Internationalen Roten Kreuz wurde eine orthopädische Abteilung geschaffen. Jede Woche stellen wir 10 Verwundete wieder auf die Füße, so lautet der Bericht. Gleichzeitig werden 45 Äthiopier ausgebildet, die die Station einmal übernehmen sollen. Debre Zeit ist eine Stätte, wo internationale Solidarität, auch die der DDR, schwer verwundeten Äthiopiern die Gewissheit wiedergibt, vollwertige Menschen zu sein. Vielfarbig zeigt sich Äthiopien. Für Mitteleuropäer ungewohnt die Unberührtheit der Natur im Nationalpark und die Natürlichkeit seiner Bewohner.
Selbstverständlich werden von der Delegation auch militärische Einrichtungen besucht. Was die German Democratic Republic, die Hager Makalaki am Lüft, Salfanyala Fistashas Giju? An der ältesten Lehranstalt des Landes, der Offiziersschule Genetoletta, werden Kader für eine revolutionäre Armee ausgebildet. Die Schule hat nach dem Sturz der Monarchie eine neue Aufgabe. Vorbei sind die Zeiten, da dem einfachen Volk ihre Türen verschlossen waren. Ein besonderes Problem, das Analphabetentum. 90% der Einwohner können weder schreiben noch lesen. Außerdem kann die Ausbildung der Offiziersschüler zurzeit nur wenige Monate betragen, da die Truppe dringend neue Offiziere braucht. Die Schule selbst hilft mit, die Unwissenheit, die bittere Hinterlassenschaft der Vergangenheit zu überwinden. Mehrmals in der Woche treffen sich junge Frauen und Mädchen, werden in Schreiben, Lesen und Hygiene unterrichtet. Frauen Äthiopiens würdigen auf ihre Weise die Revolution, die ihnen Freiheit und Gleichberechtigung bringt. Einer Basis der Luftstreitkräfte gilt der Besuch. Ihre Flugzeugführer haben aktiv an der Zerschlagung der inneren und äußeren Feinde teilgenommen. 4800 Einsätze stehen in ihren Flugbüchern. So wie wir mit Hilfe der sowjetischen Waffenbrüder moderne Streitkräfte schaffen konnten, so entwickelt sich auch im revolutionären Äthiopien mit sowjetischer und kubanischer Hilfe eine moderne Armee des Volkes. Mengistu Haile Mariam, der Vorsitzende des provisorischen militärischen Verwaltungsrates und Oberkommandierender der Streitkräfte, dankt der DDR für ihre moralische und materielle Unterstützung bei der Niederschlagung der Reaktion sowie beim Aufbau einer revolutionären sozialistischen Armee. Der Besuch der DDR-Delegation habe seinem Land neue Kräfte verliehen, bringt der äthiopische Verteidigungsminister Brigadegeneral Taye Tilwan zum Ausdruck. Auch hier werden die offiziellen Verhandlungen mit der Unterzeichnung eines Protokolls der Zusammenarbeit abgeschlossen. Vom 12-tägigen Aufenthalt in 3 afrikanischen Staaten nimmt die Delegation die Gewissheit mit, dass die Entwicklung zum Fortschritt in diesen Ländern nicht mehr aufzuhalten ist. Noch einmal versichert Armeegeneral Hoffmann am Vorabend der Abreise: Die Deutsche Demokratische Republik steht fest an ihrer Seite im Ringen gegen alle kontraditionellen Kräfte, gegen die Machenschaften des Imperialismus und der Reaktionäre, die die äthiopische Volksrevolution erdrosseln und ihr Land zu einer gegen den Fortschritt und die Revolution in Afrika gerichteten Bastion machen wollen. Die Deutsche Demokratische Republik unterstützt den gerechten Freiheitskampf der Völker Afrikas und wir tun entsprechend unseren Möglichkeiten alles, was wir können, um politische, diplomatische, ökonomische und auch militärische Hilfe zu leisten. Bis die letzten Zwingburgen des Imperialismus, Faschismus und Rassismus in Afrika fallen, immer werden wir bereit sein beim Aufbau einer neuen Gesellschaft, bei der Entwicklung der Wirtschaft,
der Volksbildung und vor allem bei der Verteidigung der Errungenschaften der Revolution brüderlich zusammenzuarbeiten.